Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können zu Recht erwarten, dass die Behörden ihre Steuergelder sinnvoll einsetzen. Wenn Sie allerdings hier in Brüssel Debatten im Haushaltskontrollausschuss verfolgen, wird dieses Vertrauen regelmäßig erschüttert. Diese Woche fand eine solche Sitzung zu Projekten in Griechenland statt, welche von der EU finanziert werden. Dabei ging es etwa um den Bau einer neuen U-Bahn, einer Autobahn sowie um ein riesiges Trinkwasserreservoir. Bereits im vergangenen Jahr konnte sich eine Ausschussdelegation ein Bild der Lage in Griechenland verschaffen. Das Ergebnis war, entweder wurde gar nicht oder viel zu langsam gebaut, bei manchen Projekten wurde das eigentliche Projektziel sogar klar verfehlt. Diese Woche nun, mehr als ein Jahr später, sollte die Kommission endlich Rechenschaft darüber ablegen, was der Stand der Dinge bei diesen Projekten ist. Doch die Kommission konnte weder einen Plan noch überzeugende Rechenschaftsberichte vorlegen. Das Autobahnprojekt wurde gestrichen und musste ganz neu aufgesetzt werden. Die Metro, finanziert mit EU-Geldern, sollte eigentlich schon seit über einem Jahr funktionieren. Doch die Bauarbeiten sind eingestellt, da Ausgrabungen die Arbeiten behindern. Und was das millionenteure Trinkwasserreservoir angeht, dieses erweist sich als unbrauchbar, da es kein trinkbares Wasser führt. Alles ist im Verzug. Nun könnte man erwarten, dass diese Missstände schnell behoben werden. Doch was fand stattdessen in der bereits erwähnten Sitzung des Kontrollausschusses statt? Als trauriger Höhepunkt der öffentlichen Sitzung verwies der Kommissionsvertreter darauf, dass es Sache der Griechen sei, wann sie relevante Unterlagen zu den Projekten liefern. Umfassende Informationen hierzu seien nicht vor Sommer 2017 zu erwarten. Sehr geehrte Damen und Herren, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Dies untergräbt das Vertrauen der Bürger in die EU nachhaltig. Ich werde hier in Brüssel und auch in Deutschland weiter dafür kämpfen, dass mit Ihren Steuergeldern sorgsam und sparsam umgegangen wird. Ich stimme gegen jede Ausgabe, bei der kein sinnvoller Mitteleinsatz ersichtlich ist. Viele Grüße sende ich Ihnen hier aus Brüssel.